Nach dem herben Abverkauf der letzten 6 Tage, der dann besonders heute Nacht kulminierte, nachdem die USA China als Währungsmanipulator bezeichnet hatten, sehen wir eine Erholung. Aber diese Erholung, die hat einen leicht faden Beigeschmack, denn sie ist von Chinas Notenbank Gnaden initiiert und nichts weiter sonst. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Es waren 2 Dinge, die diese Rallye oder sagen wir mal diese Erholung, eine richtige Rallye ist es ja vielleicht heute eher nicht, vor allem nicht beim DAX. Jedenfalls gibt es dafür 2 Gründe. Einer ist ein harter Fakt, das war der Referenzkurs, das sogenannte Fixing der chinesischen Notenbank heute Nacht, das unter der 7er Marke war. Das war schon mal der entscheidende psychologische Impuls. Das heißt auch für uns alle, dass wir nachts wachsam sein sollten. Wie ist das Fixing der chinesischen Notenbank? Das wird jetzt ein richtig zentraler Punkt. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist nicht bestätigt, ist so ein weiches Ding. Da gab es Meldungen, wonach Chinas Notenbank ausländischen Firmen signalisiert habe, dass die Absicht nicht bestehe, den Yuan weiter abzuwerten. Das, wie gesagt, ist nicht bestätigt. Ist also etwas, was sozusagen tendenziell eher Gerücht als Fakt ist. Und man muss eben jetzt abwarten, wie wird das Fixing, wie wird der Referenzkurs dann gesetzt in den nächsten Tagen durch Chinas Notenbank, um ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, ob es jetzt eine Ausweitung des Handelskriegs hin zu einem Währungskrieg geben wird. Und das ist ja das, was die Märkte gefürchtet haben, warum sie so stark abverkauft haben. Aber es dürfte Trump und den Seinen nicht passen, auch der Wall Street nicht, dass man sozusagen von Chinas Notenbank gerettet werden muss. Und schauen wir uns mal einige Dinge an, die heute vielleicht relevant sind. Da hätte ich zunächst mal die Tatsache, dass wir jetzt doch deutliche Auswirkungen haben in Sachen Kreditvergabe. So schnell geht das, wenn die Aktienmärkte ein bisschen in Panik kommen oder etwas saftiger abverkaufen. Da sehen wir hier, dass die sogenannten Financial Conditions schlagartig sich verschlechtert haben. Es wird also schwieriger, Kredite zu bekommen. Die Banken werden vorsichtiger, man sieht darin auch sozusagen so ein bisschen die Effekte von Margin Calls bei gehebelten Positionen. Das ist das eine. Jetzt haben wir die These einiger Banken, wie zum Beispiel hier Morgan Stanley, die sagen, es gibt einige Gründe, warum die Geschichte jetzt nicht so schnell besser wird, sondern eher tendenziell schlimmer wird. Das erste ist, dass China offenkundig seine Haltung verändert hat. Es sieht so aus, dass man seitens Pekings der Auffassung ist, dass da nicht wirklich eine Einigung erzielt werden kann, dass Trump möglicherweise einfach nur die Fed piesacken will, damit die Zinsen senkt, und man fühlt sich da sozusagen als Schachfigur in einem Spiel, das man nicht mitspielen will. Dann die verhärtete Haltung der Amerikaner, dass natürlich hier dann die Fed möglicherweise reagiert und eben die Zinsen senkt. Warum sollte Trump dann den Fuß vom Gaspedal nehmen? Und viertens hier, dass eben Trump versuchen könnte, eine schnellere Fed-Reaktion hervorzurufen, indem er einfach den Zollstreit weiter eskaliert. Das Drohpotenzial von Trump ist jetzt, die Zölle von 10% auf 25% anzuheben, perspektivisch, also auf diese restlichen 300 Milliarden Dollar an chinesischen Importen. Schauen wir uns mal an, was heute Nacht da passiert ist. Damit zwischendurch, hier sehen wir das, eine Wahrscheinlichkeit gehabt von 51%. Als dieser panische Abverkauf heute Nacht war, nachdem China als Währungsmanipulator bezeichnet wurde, 51% hatten die Fed Fund Futures eingepreist, dass die Fed dann bei ihrer September-Sitzung einen 0,5er-Schritt eingehen wird oder eine Senkung von 0,5 machen wird. Also mehr als die Hälfte an Wahrscheinlichkeit. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen deutlich reduziert, und das liegt eben auch an Aussagen seitens von Fed-Notenbankern, und die sind bemerkenswert, denn sie zeigen so ein bisschen, was da gedacht wird. Ich habe Ihnen hier mal die Aussage heute von James Bullard, das ist ja eigentlich Donald Trumps Lieblingsnotenbanker, das ist derjenige, auf den er sich beruft, wenn er sagt, ja, die Fed hätte die Zinsen nicht mehr anheben dürfen im September, hätte viel früher aus dem Quantitative Tightening, also aus der Bilanzreduzierung aussteigen müssen, etc. etc. James Bullard jedenfalls hat gesagt, the Fed has already done quite a bit for economy. Wir haben also schon ziemlich viel gemacht mit diesem Schritt. Und außerdem, wir sollten nicht auf einen Tit-for-Tat-Trade-War reagieren. Also diesen, ich mach das, du mach das, was derzeit ja in Sachen China, USA der Fall ist. Da sollte die Fed also nicht mitspielen und sollte sozusagen nicht dann wie ein Esel hinter der Karotte herlaufen, wenn Trump hier mit neuen Zöllen winkt, dann gleich senken. Rates are in the right neighborhood, sind also im richtigen Umfeld derzeit, aber wir werden natürlich schauen, wie die Wirtschaft reagiert.
Aber wir werden eben sehen, was da passiert, bevor wir weiter reagieren. Und einen Zinsschritt könnte er sich noch vorstellen, aber die Märkte haben eben deutlich mehr eingepreist. Das ist ein entscheidender Punkt. Das war so ein bisschen das, was die Hosse, die wir zwischenzeitlich gesehen hatten, heute an der Wall Street, dann ein bisschen abgekühlt hat, wie auch die Aussagen von Vizechef Mike Pence, der in Sachen Uiguren, diese sogenannten Konzentrationslager, die die Chinesen dort unterhalten zur Umerziehung, dass diese Verantwortlichen für diese Lager auch durchaus höhere Kreise in China möglicherweise mit Sanktionen belegt werden durch die Amerikaner. Und das wäre dann natürlich der nächste Schritt in dieser Eskalation. Was haben wir noch? Wir haben die Situation, dass wir tendenziell jetzt noch nicht die Kuh vom Eis haben. Das ist ein Chart von Nomura, das der typische Muster der Volatilität zeigt, also des Wegs. Und wir sehen, dass wir hier eigentlich jetzt in ein Muster kommen, wo wir bis Ende August zumindest, Anfang September in der Gefahr sind, nochmal so einen richtigen Spike, nochmal einen richtigen Move nach oben in der Volatilität zu sehen. Und wie gesagt, eigentlich sind die Dinge ja nicht vom Tisch. Die Fed hat heute klar gemacht, naja, wir werden natürlich schon reagieren, wenn die Realwirtschaft absäuft, aber wir werden nicht reagieren, wenn Trump jetzt den nächsten Tweet absetzt. Also da hat man so ein bisschen die Handbremse reingezogen und mal sehen, ob die Chinesen wirklich eben so nett sind zu den Amerikanern und sagen, naja, wir schauen, dass wir den Yuan jetzt nicht weiter abwerten lassen. Faktisch, ich hatte das heute Morgen gesagt, müssen die Chinesen ja eher ihre Währung stützen, die sonst schwächer wäre. Denn es ist doch diese wirtschaftliche Abkühlung zu spüren, diese Tendenz zu spüren zur Kapitalflucht etc. etc. Dem will man durch einen einigermaßen stabilen Yuan ja vorbeugen. Was habe ich noch für Sie, was von Interesse sein könnte? Gehen wir doch einfach mal zu den Charts über und gehen wir damit zu den relevanten Charts. Und das ist im Zweifel dieser Chart hier, das ist eben Dollar-Yuan, die Charts von Capital.com wie immer. Und da muss ich den neu laden, da kommt er aber auch schon. Wir sehen, dass wir hier jetzt so langsam ein bisschen nach unten gegangen sind, aber es ist nicht dramatisch, es ist nicht wirklich eindeutig. Wir sind eben nach wie vor mit 705 deutlich über der 7er Marke. Also es ist die Kuh hier noch lange nicht vom Eis. Achten Sie auf das Fixing heute Nacht, wenn Sie noch wach sind, also auf die Setzung des Referenzkurses. Kommen wir zu den US-Indizes. Wir sehen hier den Nasdaq, der schon sehr, sehr tief war. Wir haben praktisch heute Nacht die ganzen Gewinne aus Juni und Juli komplett aufgefressen gehabt. Wir waren schon in Richtung 7200 und unterwegs, aktuell 7460, aber wir waren eben auch schon über der 7500er Marke. Also es ist ein bisschen zittrig, es ist eben nicht so wirklich diese Sicherheit da, dass die Märkte weiter nach oben gehen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, wo es so kontinuierlich unter dünnem Volumen nach oben geht. Heute das Volumen übrigens auch dünner als beim Abverkauf. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones 25.819 Punkte. Und wir wollen uns noch anschauen, was der S&P 500 macht. Der ist bei 2857. Wir haben aber zum Beispiel den lieben DAX, der da bei dieser Party nicht so richtig mitspielt. Wir sehen, die Erholung ist komplett verpufft. Der Index ist bei 11.598. Und da möchte ich nochmal hier diese Grafik bemühen. Die zeigt, wir sind jetzt ziemlich genau an der 200er-Tage-Linie. Die haben wir im Tief im Juni schon mal angecheckt, sind dann wieder nach oben gegangen. Würde das jetzt brechen, würde der DAX also nachhaltig unter die 200-Tage-Linie brechen, dann wäre das schlecht für die charttechnische Lage des DAX und wäre auch ein schlechtes Omen möglicherweise für die Wall Street, dass eben das Schlimmste noch nicht vorbei ist. Schauen wir uns Euro-Dollar an, der an der 1,12er-Marke handelt. Wir sehen Gold, das sich halten kann auf erhöhtem Niveau bei 1471. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das jetzt ein bisschen nach unten tendiert, sich ja einigermaßen gut gehalten hat nach diesem Abverkauf, den zweiten Abverkauf, den die Aktienmärkte gemacht haben, nicht so wirklich mitgemacht hat, jetzt allerdings möglicherweise hier doch ein bisschen nach unten strebt. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber es ist dünnes Eis, auf dem sich die Märkte bewegen. Wir dürften nochmal einen Volaschock bekommen, nochmal eine Welle von höherer Volatilität. Wann ist genau? Natürlich nicht vorherzusagen, aber es deutet manches darauf hin, dass es noch im August sein wird, möglicherweise Ende August, möglicherweise schon morgen, wer weiß das schon. Da sind wir ja nur einen Tweet weit entfernt. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.